Raschlimann, Sie haben im vergangenen Geschäftsjahr ein Rekordergebnis erzielt. Auf was führen Sie die gute Geschäftsentwicklung? Wie Sie richtig gesagt haben, hat Schaffner ein sehr starkes letztes Geschäftsjahr gehabt und einen Umsatz von 221,5 Millionen erzielt, wo einerseits natürlich gestützt worden ist von einem positiven wirtschaftlichen Umfeld, auf der anderen Seite aber auch unsere starke Positionierung im Markt und die Nähe vom Kunden, die uns einen Vorteil bringt gegenüber den Mitbewerbern, positiv hat mitgeholfen. Sie haben mit der Division Power Magnetics nach wie vor einen Bereich, der Verlust schreibt. Sie sagen, der Turnaround sei mehr oder weniger geschafft. Wann wird Power Magnetics wieder in schwarze Zahlen kommen? Wir haben unter Interimsleitung grosse Fortschritte gemacht in der Restrukturierung und unsere Hauptthemen: bessere Margen von bestehenden Produkten, bessere optimierte Struktur und Effizienz in der Fertigung zu steigern, weit vorantreiben. Wir haben im ersten Halbjahr vom laufenden Geschäftsjahr 2018-19 noch gewisse Mehrkosten, die das Resultat belasten wird. Wir erwarten im zweiten Halbjahr vom laufenden Geschäftsjahr die Gewinnschwelle zu durchbrechen. Sie rechnen trotz der Verunsicherung auf dem globalen Markt und dem Handelsstreit USA versus China im nächsten Jahr mit weiterem Wachstum. Was macht Sie so optimistisch? Verunsicherung ist sicher allgegenwärtig und überall diskutiert. Wir haben aber die Signale, die wir vom Markt bekommen, zeigen momentan immer noch eine gute Performance, eine Weiterentwicklung. Und mit unserem Produktsortiment, das wir laufend weiterentwickeln, sehen wir durchaus Chancen, auch im laufenden Geschäftsjahr noch weiter zu wachsen. Auch wenn Sie sehr stark international aufgestellt sind, also abhängig sind von möglichst niedrigen Zöllen, möglichst guten bilateralen Handelsverträgen. Wir sind sehr international aufgesetzt. Wir machen in den drei Regionen substanziellen Umsatz. Glücklicherweise sind wir von diesen erhöhten Zöllen zwischen China und Amerika nicht stark betroffen, weil wir relativ wenig in China produzieren, wo wir schlussendlich in Amerika verkaufen.